Sabotage. Das ist nämlich spezial. Willkommen, ne? Ich bin jetzt auch dabei in der Aufnahme. Absolute Frechheit. Guckt euch das Helms an. Fahrzeug hat einen Abflug gemacht und ich schwöre euch, ich war nicht beteiligt. Er war nicht beteiligt. Ich habe nur draufgestanden, du bist ausgestanden, während es noch gefahren ist. Ausgestanden. Du hast alle möglichen Teile angeklebt. Ja, und ich habe nichts mehr gesehen, habe, musste ich aussteigen. Dann bin ich wohl beim Rückwärtsgang ausgestiegen. Dann fährt die Kiste ja bekanntlich weiter. Ich habe noch was für dich hier. Ein Geschenk des Hauses. Völlig unverbindlich. Hol dir dein Fahrzeug, ich gehe zurück. Ja, schön. Schön. So, nee, ich glaube, du brauchst mich sogar dabei. Ne? Also ich muss das mal kurz aufbocken, damit du dann. Oder fährst du zurück? Nee, du fährst zurück, gell? Komm. Fahr zurück. Brauchst du mich nicht, ja. Überfahr dich. Maledeit. So eine Frechheit. Du hast damit angefangen. Du hast mich sabotiert mit deinen Rädern da. Ja, du warst das. Und so ist das immer im Offscreen. Ne? Er tut immer so heilig und im Offscreen macht er nur Gemeinheiten. So. Die ganze Zeit mobb ich den Helm. Ja, ich habe ihm auch sein Fahrzeug, gemobst. Als er da am Bauen war, habe ich es auf die Plattform gestellt und hinter die Mauer verschoben, dass er es nicht mehr sieht. Auf einmal ist sein Fahrzeug weg, ja. Ich dachte, ich musste mal austesten. Und ich bin aber gerade am Abbauen und der fährt immer noch. Halt, warum fährt er denn? Krieg den nicht mehr gebremst? Der fährt nur noch rückwärts. Räder dran gebaut. So. Du hast was umgestellt. Nein, habe ich schwöre dir, ich habe nur 2-3 Räder, genauso wie du bei mir ein paar Räder dran geklatscht, das habe ich auch gemacht. Und hab, ja gut, dann komme ich rückwärts. Ich weiß nicht wieso, aber ich fahre rückwärts. Wie, was, der fährt nicht mehr geradeaus oder was? Also vorwärts. Also, wenn ich den Fuß vom Gas habe, fährt er rückwärts. Das gibt ja gar nicht. Und wenn ich Gas gebe, dann im Maximalfall bleibt er stehen. Aber auch ganz langsam. Wie cool. Wie cool. Mein Fahrzeug vernichtet. Wie cool. Absolute Frechheit ist das. Och, kann ja nicht wahr sein. Wie? Ist das super. Oh, Mist. Meine Aufnahme hat er nicht genommen. Oh. Na gut. Hallo und herzlich willkommen. Jetzt bin ich dabei. Der Koja hat mich hier in die Wüste geschickt. Jetzt bin ich wieder. Haben schon viel gelacht. Mein Fahrzeug sabotiert. Kaputt gemacht. Weggejagt. Ich weiß nicht mehr, wo er ist. So sieht's aus. Ja, ich weiß auch nicht, warum der Helm jetzt ist. Der ist irgendwie immer weg. Weiß auch nicht. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich sehe nichts. Ich bin nur wieder Wüste. Da, wo ich war. Das ist schön für dich. Und meinen Zuschauern zu erklären, ja. Ich hab da was dran rumgeschraubt und plötzlich war mein Fahrzeug verschwunden. Hat das irgendwo hinter der Ecke versteckt, mir vor der Nase weggenommen. Ich hab's gar nicht gesehen. Ich dachte, was jetzt passiert? Der Fahrzeug ist weg. Dann habe ich es wieder gefunden, dann hat er irgendwelche Reifen draufgeklebt, sodass ich überhaupt nichts mehr sehen konnte. Dann bin ich abgestiegen und das war der große Fehler. Ich war nämlich gerade mal rückwärts fahren. Und dann fährt die Kiste ja leider automatisch immer. Ich finde dich nicht mehr. Ist niemand. Ja, ich weiß nicht. Ich fahre durch die Wüste. Oh komm, da kann er nicht sein. Ich kann leider keine Signalkanone abfeuern oder so. Es ist schwierig. Wie soll ich dich hierher lotsen? Ja, toll. Bumm. Die Wand habe ich gefunden. Nein, ich kann auch nicht mal mehr wenden. Ich habe ja keinen Vorwärts. Warum fährt die jetzt, wenn der hält wenigstens mal an? Ah, immerhin. Was macht er denn für ein Bullshit? Noch schon mal Fortschritte. Ah, Mann, lass mich da hoch. Das kann doch gar nicht sein, was er da macht. Ich glaube, wir machen das lieber andersrum, oder? Lieber so rum. Wenn ich jetzt losmache, dann fährt er wieder los. Ja, man verliert dann relativ schnell auch die Richtung hier und dann, dann wird's schwierig, ne? Jetzt fährt er wieder, jetzt. Jetzt fährt er wieder normal. Einmal aufbocken muss man halt meistens und dann irgendwie erholt sich's mehr oder weniger. Ja, Moment mal, aber dann mit Speed jetzt. Nein! Ja, dann, ich muss das ja wiederfinden. Full Speed hier. Bauen noch schnell ein paar Stützräder dran, damit ich nicht umfalle. Da unten ist das. Da wird gelenkt. Das heißt, ich muss hier irgendwo einen Controller unterbringen. Das machen wir, denke ich mal, unterm Fahrzeug. Sekunde, ich bock den jetzt mal hoch. Helm, wo bleibst du denn? Ja. Also frag mich mal. Frag ich mich auch. Wo ich bleibe. Machst du nur schon wieder.
Ich bin gleich fertig. Ja, das ist sehr schön. kann ich noch ein bisschen dich sabotieren kommen, wenn ich fertig bin? Dann habe ich dann Zeit, weißt du? Ja, lass das mal. Gut sein. Ich glaube, der Helm ist gereizt. So. Ich bin jetzt mal ruhig. Ich bin gar nicht gereizt. Wenn es mir schwer fällt, das muss ich zugeben. Ich bin überhaupt nicht gereizt. Ich bin der Ruhe selbst. So. Oh. Naja, zugegeben, mein Fazit sah auch mal schöner aus. Ja, irgendwie, ne, so die letzte Folge war ein bisschen destruktiv. Muss man mal so resümieren. Toll, ich mache hier eine Odyssee durch Wüstenland. Du zeigst dir wenigstens mal ein bisschen Landschaft, ist doch auch schön. Ich sehe was. Eine Fata Morgana. Mauer. Ja, ich habe es gefunden. Oh, ich feiere erst seit 4 Minuten durch die Gegend. Und wir sind die Folge bestimmt schon seit 10 Minuten am Aufnehmen. Bei mir sind wir bei 5 Perfekt. Minuten, bei 6 Minuten. Echt? Also, oh, ja. Einen schönen Abend von euch verpasst. So. Ich musste leider an meinem Fahrzeug was anbringen. Müssen wir mal irgendwie gucken, wie ich hier den Arm gestalte. Ah, ey! Oh. So. Das ist mir einer hier. Die ganze Zeit da am Mimimin, ja? Wie böse ich wäre. Und dann seht ihr mal, diese Gehässigkeit, die da rausspritzte jetzt für mich. Ja, das ist. Was ist denn hier? Das hast du nochmal sabotiert? Hast du ein Loch reingemacht? Nein. Hier ist ein Loch drin. Wo? Hier. Natürlich. Wo, was? Ein Loch. Wo, was, wie, wo habe ich was gemacht? Na, hier, guck mal. Die Rampe ist kaputt. Da habe ich nichts getan. Aber in der Tat, da ist ein Loch. Ist doch egal. Ich war gar nicht anwesend. Ich war da auch nicht. Ich war da auch nicht. Keine Ahnung. So, das kommt jetzt wieder ab. So. Was ist denn jetzt? Fährt er jetzt wieder weg? Ich müsste leicht lachen, wenn das so wäre. Nee. Oh, komm, schade. Auf einmal ist er weggeplatzt, ganz komisch. Ding, 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 ding. So. Ist ein bisschen zu wenig steil. Zu steil, so rum. Zu wenig steil. Zu wenig steil, zu flach, zu. Zu wenig steil. Lass mich doch. Mist. Ich wollte ja auch noch was steil machen. So, Mann. Und zwar da, den 15 Grad. Wie mache ich denn das? Bei der rumtüdeln. Oder mich sabotieren. Nach da. Mein, das nicht. Oh. Ja. Bisschen anders hier. So, ach so, und jetzt muss ich die Lenkung erst ausprobieren, weil. Oh. Hoppala. Was ist denn hier? So. Was erwarte? Das soll mal ein Bagger werden. Du weißt schon, dass dein Vorderrad weiter unten ist als dein Hinterrad. Also der ist vorne hochgebockt und hinten tief. Du fährst quasi mit dem Arsch nach unten. Weißt du das? Dein Rad vorne ist... Was? Was zur Hölle? Guck dir das an. Was passiert hier? Helm kann es. Das passiert, wenn man dem Helm sagt, bau mal was Schönes. Das ist so göttlich. Guck mal, das Ding abgeht. Das ist einfach nur göttlich. Was macht er denn? Oh, wie wahnsinnig. Ich habe keine Hand an der Tastatur, Leute. Wirklich nicht. Ja, ich klatsche hier. Bock ihn auf. Was ist das denn? Schon wieder. Ach Gott, ich meine, ne, ist halt immer mal was Neues bei diesem Spiel. Weiß jetzt auch noch, wieso bin ich denn hinten? Hinten bist du auf jeden Fall zu hoch, ja. Ach, schön. Das müsste ich ja quasi eins wegnehmen. Ja, also kann man so sehen, ja. Mal gucken, ob wir hier den Arm so halbwegs hinbekommen. Das ist aber auch echt
schwierig, mit den zur Verfügung stehenden Items da irgendwie was hier zu machen. Ah, ist das göttlich. So, jetzt mal bitte wieder aufbocken. Wie du da weggeflogen bist, ich sehe nicht richtig. Also ich habe auch nicht so wirklich verstanden, was da passiert ist. Auf einmal hob die Mühle ab. Okay, dass ich mich aufs Kreuz gelegt habe mit dem Ding. So. Jetzt aber. Kommen wir noch eine Probefahrt. Oh. Warte. Du sollst keinen Rennwagen bauen. Ja, der Sitz bauen. Soll ja auch nicht hier draußen. Nein. Ja, ich wollte ja irgendwann nach Hause kommen. Ja? Ne? Nachdem ich da in die Wüste geschickt wurde, musste ich halt den Motor etwas schneller stellen. So, und deswegen habe ich auch hinten den Anbau gemacht, damit er sich halt nicht immer überschlägt. Aber ja, boah, den Sitz jetzt abmach. Halt, nein. Warte. Warte. Gott sei Dank habe ich es vorher langsam gemacht. Mann, hör doch auf. Mich fertig. Lass ich doch mal. Das nicht. Halt an, so. Und wie schaffst du das denn immer? Wie schaffst du sowas? Oh, guck mal, mit affenartiger Geschwindigkeit. Wir holen gleich die Oma mit dem Rollator. Ja, aber das war gut so. Sonst wäre ja wieder ja. Allerdings war das gut so, ja. Ah, herrlich. Ich hab so ein Pipi in den Augen. Das ist unglaublich. So. Umgeschaltet. Dieser Helm, dieser unglaubliche. Schönste Helm. Bagger, toll. Ich kann überhaupt nichts. Wieso? Huch. Verdorrig. Ah. Und das so. Ah. Ich glaube. Das mache ich mehr oder weniger als Deko hin. Da oben werden auch nur die einen verbunden und dann machen wir lieber hier zwischendrin eine Verbindung. Das Problem ist ja wieder, dass man nicht zwei hier Drehscheiben gleichzeitig steuern können. Bleibt quasi mit dieser so. Verbundenen Schaufel. Dann mache ich jetzt lieber hier zwischen einen Steg sozusagen. Achso, kriege ich den überhaupt hin? Kann man so machen. Ich hoffe es zumindest, oder? Warte mal, das machen wir mal so. So müsste es hoffentlich zusammen sein, wenn wir es dann hochbewegen, dass das eine das andere mitnimmt. Und dann bewege ich nur das eine und das andere ist einfach nur Fake sozusagen. Macht er denn schon wieder? Ach, göttlich. Gut, also die Schaufel ist aber eindeutig, ich habe gerade nochmal nachgesehen auf dem Bild, die Schaufel ist eindeutig von außen an die Träger montiert. Das heißt also da und da und es ist, glaube ich, auch eindeutig. Wobei, doch, das passt eigentlich. Das können wir außen machen. Ist Och außen. Nee. So soll das aussehen. Dann brauche ich noch 20 Folgen. Habt Geduld. Naja. In der Ruhe liegt die Kraft. Oder. Also auf jeden Fall bin ich zeitlich vorne, wobei der Helm, sagen wir mal, 3 Minuten gut hat wegen seiner Fahrzeugsuche. Ja, so sind wir ja nicht. Aber an Ach, sich, geht ne? nix. Wie an sich? Ja, an sich. Bist du jetzt fertig? Nee. Ja, fast. Also viel brauche ich nicht mehr. Ich muss es gleich nur noch anmalen eigentlich. Ach komm. Aber da kann ich die Schutzbleche lasse ich weg. Jetzt, nee, ja, Quatsch. Aber wenn wir jetzt auf Schönheit kommst, du. Ja, natürlich Schönheit. Klar. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Ja. Nimm dir die ich Zeit, Ich brauche eine die du extra brauchst. Folge. Gibt's gar nicht. Eine extra Folge. Ja, ich komme noch nicht hier nirgendwo dran. Minjo! Ja, Minjo! Minjo, ey, doof! Doof, genau. Und wie soll ich das denn jetzt überhaupt da machen? Mann, das. Das ist die Verankerung, da müsste jetzt hier vorne die Schaufel, die ist ja nochmal breiter. Ach du Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das? Ne, das geht natürlich nicht. Die muss ja ein bisschen abstehen, die Schaufel. Ansonsten kann man sie ja nicht drüber drehen. Bullshit ist das. Das heißt, wir müssen das eigentlich so machen. Zack. Zack. Und dann geht wieder nicht. Sogar noch mehr. Nochmal zack. Und zack, weil sonst können wir die nicht ne, kippen und so. Wenn ich die jetzt drehe, funktioniert nichts mehr. Ist das schwierig. Nee, ist unmöglich. Das heißt, da das hier schräg ist, könnte man vielleicht probieren. Ich probiere es mal so. Mal gucken, ob man das. Es wird gleich nochmal umgebaut, aber dass das erstmal so als Schaufelattrappe hier vorne dient. Dann müsste man mal gucken. Also, wenn ich einen Knopf drücke, müsste die Schaufel
Naja, so. Geht überhaupt nicht. 90 Grad kann man nicht machen. 90 Grad schaffen wir nicht. 80 Grad, 70 Grad, 75 Grad, irgend sowas nach oben gedreht werden. Also wir müssen mal gucken. Der ist ja aufgebockt. Das heißt, die Gelenke. Entschuldigung, es kam so, Gesundheit. So unverhofft, ja, kenne und ich. ja. Kenne ich. Was zum Mensch? Ich bin ratlos. Mein Bagger war so schön, bis du gekommen bist und hast gesagt, der fährt nicht. Ah, nee, das war ja ich. Wollte gerade sagen, ja, also. Mann. Das geht gar nicht, was da auf Also wir dem haben die Bild 3 und ist. 4 und auf Knopfdruck sollen die nach rot drehen, wenn ich das jetzt noch richtig hatte, oder? Moment, raus hier. Nee. Nee. Oh, nein. Einer mit. Die So, sollen muss an nach, beide nee, sein. nach blau drehen. Die sollen nach blau drehen. Das ist mir sogar sehr recht. So, blau 75 Zack. Grad, blau 75 Grad. Das machen Du. wir auf Knopfdruck. Das lassen wir jetzt alles erstmal. Das ist alles Quatsch. So. Und die anderen, ach so, eins machen wir auch. Eins und zwei machen wir auch. Die heben sich an, um, weiß ich nicht, in Richtung Rot, die auf jeden Fall. Eins und zwei in Richtung Rot. Machen wir, Das weiß ich geht nicht. so, sehr gut. Auch 75. Einfach erstmal, um zu gucken. So. Manche anpinseln. Und das alles mit einem Knopfdruck? Nee, wir machen das. Ich bräuchte eigentlich zwei Controller. Das kann ich gar nicht mit einem machen. Kannst du nicht mit einem machen. Das kann ich gar nicht mit einem machen, fällt mir gerade ein. Das geht nicht. Da vorne. Da trägt er noch. Das geht nicht. So ein Ui, Mist. ui, ui. Moment, das müssen wir ja getrennt machen. Das kann ich ja gar nicht über einen Controller. Ein Controller kann ja nicht über zwei Schalter. So, da müssen wir getrennt machen. So. Boah, man braucht wirklich. So ein Bagger steckt ganz schön voll mit Technik, muss man ja mal sagen, ne? Ja. So. Eh, so, das haben wir noch. Und jetzt müssen wir die hier Oh, auf abmachen. Blau 75. Blau 75. So. Und dann haben wir im Grunde genommen da Blau oben. 75. Ja, mit 75 bin ich blau. Habe ich beschlossen. Okay. Toll, ich hänge. Geht alles nicht. Das kann ich niemals bauen, was da drin, das da. Gibt's Grippen hier? Was wusstest du denn? Das ist die So. Schaufel. Also, wenn ich keinen Knick in der Optik habe, dann ist das zwar schön, aber ich spricht überhaupt nicht dem Bild. So. Was? Das, die Schaufel ist ja noch nicht fertig. Ich ist ja jetzt erstmal ein Probeding, damit ich weiß, ob ich da mit der Steuerung klarkomme. So, das muss da, das muss da. Der Schalter 1 geht an den Controller hier vorne. Der Schalter 2 an den da hinten. Und ich hänge schon wieder? Nee, okay. Gut, jetzt beten und hoffen. Das ist schon mal gut gegangen. Ach So. so. Schalter 1. Ha! Schalter 2. Ah. Soll das gehen? Muss ein für sich nur ein Ding dran sein und der macht das ganz. Ja. Okay. Muss man erst das Gelenk bauen, was alles schiebt. Dann kann man die anderen Gelenke irgendwie dran. Nee, das geht ja gar nicht. Das kann man kann ja hier. Also ich muss jetzt mal gut mal. Unser Bagger hier, der hat ja mindestens 1, 2, 3. Also auf jeder Seite. Das sind 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Gelenke hat er vorne an der Schaufel. Ja. Und die Schaufel selber noch sind 9. 9 Gelenke. Ja, ganz so viel kriegst du nicht hin, ne? Das, man muss das schon ein Stück weit, naja, halt, ne, ein bisschen künstlerische Freiheit muss man sich gönnen. Ja, das ist ganz klar. Aha, okay, Das gut. hat, das sage ich ja auch, das sage ich ja auch. Das ist, du Wollte gerade kriegst das sagen, nicht das. 100% dahin. Ich optimiere das jetzt auch schon so, wie das halt Scrap Mechanic erlaubt. Ja. Ah, okay. Okay. Theoretisch richtig, nur Dann. praktisch dreht's falsch. Bäm.
Praktisch dreht es falsch rum. Hätte ich den ganzen Zirkus hier gar nicht bauen brauchen. Dachte mir jetzt. Was denn? Ich habe hier mich abgequält, um eine 10 zu kriegen. Was? Ich weiß jetzt nicht, auf was du genau anspielst, was nicht geht. Also ich sag mal so, ich habe jetzt eine Baggerschaufel, die hoch und runter geht und ja, eine Baggerschaufel, die hoch und runter geht. Aber ich dachte, wir sollten da richtig nachbasteln, das Ding da. Ja, die Hydraulik und so kriegst du ja nicht hin. Ne? Das ist ja, genau. Deswegen, da war ich mit der Hydraulik über Gelenke, war ich mir gerade am Ausdenken. Um Gottes Willen. Gottes Willen, Herr Helm. Wir wollen ja doch noch irgendwie in diesem Jahr fertig werden. Dachte ich mir so zumindest. Also. Ja. So. Muss ich ja irgendwie hier rüber. Das war ein bisschen zu viel, wie die Schaufel da hochgehen. Wir machen das mal so. Na komm. Ja. Nochmal. Und die 2. Nummer 3. Hier ist es. Besser. Hier muss ich mir ja woanders anschließen. Das geht ja sonst gar nicht. Ich muss ja bedienen können, hoch und runter, ne? Das soll ja wenigstens sein, ne? Dass die hoch und runter bedient werden kann, ne? Genau. Aha! Also, jetzt. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Eigentlich müsste es ja gar nicht mal nach unten, sondern es müsste ja wirklich nach vorne. Es muss ja wieder was rauskippen können. Also insofern ist doch die Lenkrichtung, glaube ich, in diesem Fall besser. Das heißt, jetzt ist was drin in der Schaufel und eigentlich ganz gut geparkt. Und jetzt macht man dann auskippen. Und dann müsste das ja wieder stärker sein. Das heißt also, das müssen wir eigentlich stärker kippen. Ach so. Das müssen wir dann doch stärker kippen. Komm, jetzt gehen wir das hier rüber. Geht noch da dran. Zack. Was natürlich nicht geht, ist, dass du so Stufen hast halt. Also, dass du nur so ein bisschen den Arm hochhebst. Du kannst halt nur den Arm ganz hochheben oder gar nicht. Was? Ja, willst du das sonst nicht realisieren, dass der Arm nur so ein bisschen hochgeht? Du kannst den Arm ja entweder nur hochfahren lassen oder du lässt ihn unten. Also wirklich. Eine Möglichkeit hast du ja im Grunde genommen sonst nicht. So, jetzt kommt die Schaufel dran. Also dann. Aber die Schaufel kannst du separat steuern. Die Schaufel kannst du separat steuern, aber die geht halt auch nur, ne, entweder gekippt oder nicht gekippt. Aber jetzt nicht um 10 Grad gekippt, um 15 Grad, um 30. Nee, 90 Grad, mehr geht nicht. Ja, das ist halt schade. Ja. Da muss man halt. Ja, muss man leider auf jeden Fall Kompromisse eingehen. Genau, das meinte ich. Das meinte ich ja mit, ne, man muss halt. Es ist halt bei Scrap Mechanic noch lange nicht alles möglich, was schön wäre, aber. Auch wenn vieles möglich ist, aber alles noch nicht. Ich finde es, also, ich meine, es ist ja wirklich relativ, wenn man mal ehrlich ist, relativ wenig, was man so an Teilen zur Verfügung hat und an Mechanismen und so. Und was man aber mit dem bisschen, was drin ist, halt realisieren kann, ist schon nice. Also, es ist schon einiges. Und von daher. Ja, es ist wirklich. Ich finde das wirklich erstaunlich, weil mit wie wenig man, wie viel man mit wie wenig eigentlich erreichen kann hier in dem Spiel. So. Das ist schon cool. Aber nichtsdestotrotz sollten die Entwickler so langsam dann doch mal daran darüber nachdenken, finde ich zumindest ein bisschen das an Content nachzuschieben. Weil man hat dann doch mal fast alles gezeigt. Jetzt nicht wir, aber natürlich andere Let's Plays ja auch. Und langsam, glaube ich, ist das fast alles mal irgendwo irgendwie gezeigt. So. Denke ich auch. Jetzt fehlt mir nur noch die Baggerschaufel an für sich. Genau, mir auch. Mal so Minischaufel machen. Na, wie willst du die denn realisieren? Auch aus Holz oder dann sprühen? Ja, die Baggerschaufel habe ich jetzt gleich fertig. Also ich werde die jetzt hier, die kriegt jetzt gleich ihre aus Zinken. Was? Aus Holz habe ich sie und mit Eckelementen und so halt wieder. So, denke mal, das ist ganz okay. Die muss ja auch noch bewegbar sein. Sollte sie, ja, sollte sie. Moment, jetzt habe ich wieder Vorstellungsprobleme gerade.
auch. So. Richtige Probleme, oder? Zack, zack. Wo ist das Ding? Ah, prima. So. Das soll ja so sein. So soll es ja sein. So, und ich glaube jetzt noch ein Tiefgrad, ne? Warum drehst du dich nie automatisch richtig? Immer muss man hier rumkuhen, bis man verrückt wird. So. Na ja, erstmal. Müssen wir jetzt mal testen. So. Ne? Naja, also so richtig Schaufel ist das jetzt nicht. Hier oben muss hier eigentlich auch noch was. Ich glaube, das hier, das lassen wir. Dann machen wir das doch lieber so wieder. Huch. Oh, ich mache jetzt einfach mal ein paar Dinger dran hier. Ja, also im entferntesten Sinne könnte man das vielleicht als Schaufel bezeichnen. Unten fällt nur alles raus. Das ist super. Das hier ist auch Mist. Wir werden es testen. Was ein Monster an Schaufel hier gerade. Ach, die Schaufel muss nochmal extra hoch und runterfahrbar sein. Ja, die muss halt kippbar sein. Du musst ja was rausschmeißen können, ne, wenn es drin ist. Okay. Dann brauche ich noch so ein Schaltgerät. Schaltgerät, zack. So. Blöp. So und so. Das fängt aber langsam an zu streiken, würde ich sagen. Ja, also ich würde sagen, so langsam. Schalter. Oh, Schalter. 3 Stück. Mindestens. 3 Schalter. Die passen hier neben. 1, 2. Ich nicht. Okay. So langsam, also zumindest was die Funktion betrifft, bin ich fertig. Jetzt müsste ich es natürlich noch bepinseln und alles. Aber so an sich würde ich sagen, bin zufrieden. Bist zufrieden? Ja. 90 Grad kippen, also blau plus 90 Grad. Oder wie viel kippst du? 90 Grad oder 75 oder was? Komm mal rüber. Fährt nicht rückwärts, warum auch immer. Oh, ja. Tut mir leid, ne? Viel ist erreicht. Ich muss an die Tür. Du musst an die Tür. Ja, der Helm hat noch Besuch erwartet. Dann werden wir jetzt wahrscheinlich auch die Folge gleich mal beenden dürfen. Ich denke mal, wir haben ja auch 30 Minuten. Das ist ja super. Aber ich bin auf meinen Backe, bin ich so ein bisschen stolz. Ja. So, es tut mir leid. Das Ende der Folge ist erreicht, das war auch klar. Genau. Genau gepasst, gut getimed. Genau, perfekt mal sehen sogar. Machen wir die Funktionsprüfung. Genau. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Tschüss. Tut mir leid.